Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Agrarförderung nach 2020 beibehalten, notwendige Reformen im Interesse der Landwirte und Verbraucher umsetzen. Das klingt ja wieder einmal sehr schön, im Interesse der Landwirte und Verbraucher. Und wie ist die Situation in der Landwirtschaft in Sachsen? In den letzten 10 Jahren haben in Sachsen 43%, also fast die Hälfte der Schweinehalterbetriebe, aufgehört zu arbeiten. Bei den Milchviehhaltern haben wir 20% verloren. Und dabei muss man auch beachten, es sind vor allen Dingen die kleinbäuerlichen Betriebe, die vom Markt gedrängt werden. Es sind Familienbetriebe, die schließen. Und oft sind es Großbetriebe, manchmal auch ohne Bezug zur Region, die das Land übernehmen und aufkaufen. Das führt dazu, dass die Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Menschen ihren Lebensunterhalt eben nicht mehr im Dorf verdienen können und dass unser ländlicher Raum ausblutet. Und was tut unsere sächsische Regierung dagegen? Sie beschäftigt sich vor allem mit den EU-Agrarsubventionen, immer den Blick ängstlich nach Brüssel gerichtet. Es werden Analysen in Bezug auf europäische Herausforderungen erstellt. Und wenn die CDU jetzt von einem ELA-Reset spricht, dann sieht man nur das altbewährte CDU-Verhalten. Es werden Symptome behandelt, anstatt die Ursachen anzugehen. Der Kollege Winkler von der SPD erkannte ja immerhin, dass die aktuelle Preisentwicklung für landwirtschaftliche Produkte dramatisch und existenzbedrohend ist. Und was war sein Lösungsvorschlag? Er schlug Ausstiegshilfen für milchproduzierende Landwirte vor und forderte wieder eine europäische Lösung. So sieht Ihre Politik aus. Sterbehilfe für sächsische Bauern. Sollten nicht umgekehrt zuerst einmal die sächsischen Herausforderungen erfasst und dann europäische Maßnahmemöglichkeiten ausgelotet werden? Die Herausforderungen der EU sind doch das Problem, denn sie gehen in der Regel an den regionalen Bedürfnissen vorbei. Das hat ja auch Herr Heinz schon anschaulich beschrieben. Die ursprünglichen Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik, stabile Preise für Lebensmittel und auskömmliche Einkommen für Landwirte, sind entweder in den Hintergrund gerückt oder sie wurden verfehlt. Sogar der Deutsche Naturschutzring spricht auf seiner Webseite von einer unwirtschaftlichen und sogar umweltschädlichen EU-Agrarpolitik. Und er sagt, wichtige Ziele wie ein angemessener Lebensstandard der Landwirte und der Abbau von Ungleichheiten im ländlichen Raum werden verfehlt. Ich möchte es noch etwas schärfer formulieren. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU ist ein Fossil. In der heutigen Zeit richtet sie gerade in Deutschland mehr Schaden als Nutzen an. Zur Zukunft der Landwirtschaft in Sachsen hat die AfD ganz klare Standpunkte. Es ist unerlässlich, die finanzielle Unterstützung der Landwirte in den nächsten Jahren vollumfänglich aufrechtzuerhalten. Aber Sachsen muss mittel- und langfristig einen eigenen Weg gehen, um die heimische Landwirtschaft zu stärken, frei von den Vorgaben und Restriktionen der EU. Die sächsische Landwirtschaft muss wieder unabhängig vom EU-Geldtopf werden. Und unsere Landwirtschaft muss auch wieder konkurrenzfähiger gegenüber unseren europäischen Nachbarländern werden. Ein positives Beispiel dafür ist die nationale Agrarpolitik der Schweiz. Dort funktioniert das sehr gut, ganz ohne die EU. Die AfD fordert deshalb mehr Unterstützung bei der Produktion und Vermarktung von sächsischen regional erzeugten Lebensmitteln, Stärkung der Rechte von sächsischen und deutschen Erzeugergemeinschaften, ein Vorkaufsrecht für ortsansässige landwirtschaftliche Betriebe und eine Spekulationsfrist von 10 Jahren, analog zur Immobilienwirtschaft, damit eben auch junge Landwirte die Möglichkeit haben, eigenen Grund und Boden zu wirtschaftlich vertretbaren Preisen zu erwerben. Solange es die EU-Subventionen noch gibt, müssen wir auf europäischer Ebene einen steten Rückbau der EU-Vorschriften durchsetzen. Wenn wir in Zukunft eine attraktive und vielfältige Landwirtschaft in Deutschland und in Sachsen haben möchten, wenn wir lebendige Dörfer wollen, dann brauchen wir mittelfristig eine Abkehr von der EU-Förderung und anstelle dessen eine nationale Förderungs- und Aufbaupolitik für unsere deutschen und sächsischen Landwirte. Vielen Dank.